Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 31. August. Wir beginnen dann wieder mit dem S&P 500, dem breit gestreuten US-Index, der auch für den deutschen Leitindex in der Regel den Takt vorgibt. Aktuell ist es nicht der Fall. Der DAX wird aktuell durch den starken Euro niedrig gehalten. Der S&P 500 kann seit Wochen immer weiter ansteigen. So auch in den Vortagen. Mittlerweile sind wir hier aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausgebrochen, haben einen Verlaufshoch gebildet bei 3.509 Punkten und befinden uns hier aktuell über diesem Trendkanal im überkauften Bereich. Korrekturen sind in der Regel hier in der Vergangenheit am 10er EMA ausgelaufen, diese blaue Linie hier, und danach ging es dann wieder nach oben. Also im Bereich des 10er EMA bieten sich bei Korrekturen dann Long-Positionen in Trendrichtung an, die dann mit einem nachziehenden Stopp abgesichert werden könnten. Nun schauen wir uns eben den Monatschart an im S&P 500. Dort befindet sich nämlich nun im Bereich von 3.500 bis 3.530 Punkten ein wichtiger Fibonacci-Faker, der den weiteren Anstieg nach oben blockieren könnte. Hier haben wir dann den Monatschart. Da ist der S&P 500 in den Vorjahren 2018 und dann auch 2020 im Februar nach unten abgeprallt. Wir befinden uns aktuell hier wieder im Bereich dieses Fibonacci-Fakers im Bereich von 3.500, 3.530 Punkten ungefähr. Der Fibonacci-Faker wird nicht immer genau punktgenau angelaufen. Der Index könnte auch schon vorher wieder nach unten abdrehen, beziehungsweise dann auch nach oben ausbrechen, je nach Stärke. Allerdings sind wir hier schon enorm lange angestiegen und befinden uns im überkauften Bereich, haben hier sogar noch ein kleines Gap im Wochenchart offen auf der Unterseite und könnten nun möglicherweise hier unser Verlaufshoch am Fibonacci-Faker bilden, so wie in der Vergangenheit, und dann wieder nach unten abdrehen. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar bewegt sich hier weiterhin in dem steigenden Trendkanal. Der Aufwärtstrend ist hier weiterhin klar intakt. Die Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend laufen ebenfalls hier im Bereich des 10er EMA aus. Hier bieten sich also auch Long-Positionen möglicherweise an. Zuletzt sind wir hier in der Vorwoche unter den 10er EMA gefallen und konnten dann wieder nach oben ansteigen. Bewegen uns aktuell hier am heutigen Montag im Bereich von 1,193 Dollar und nehmen nun möglicherweise wieder Kurs hier auf den oberen Trendkanalbereich im Bereich von 1,22 Dollar und laufen nun aktuell die Marke von 1,20 Dollar an. Bei den Einzeltiteln hatten wir uns in der Vorwoche den Wert Weser angeschaut und hatten dort eine Long-Position erwogen, sobald der Titel hier unter den 10er EMA abtaucht. Das ist nicht der Fall gewesen. Wir sind direkt weiter angestiegen und nähern uns direkt nun hier der oberen Trendkanalbegrenzung. Wir sind am Freitag bei 215,71 Dollar aus dem Handel gegangen und der obere Trendkanalbereich, der befindet sich hier aktuell ungefähr im Bereich von 220 Dollar. In diesem Bereich sollte man dann möglicherweise mit Long-Positionen aufpassen und nach dem langen Anstieg hier eine Korrektur einkalkulieren. Sollte eine Korrektur stattfinden, dann dürfte die höchstwahrscheinlich hier wieder im Bereich des 10er EMA auslaufen. Bei einer Ausdehnung der Korrektur würde dann wahrscheinlich ein Rücklauf stattfinden, wie zuvor hier in den Bereich des 50er EMA, der sich aktuell ungefähr bei 198 Dollar befindet. Gut, und damit wären wir wieder durch am heutigen Montag mit dem ING Markets Chart Flash. Die COT-Daten am Freitag hatten noch keinen Trendwechsel signalisiert. Die Commercials, also die Profi-Anleger im S&P 500, sind weiterhin long aufgestellt und haben ihre Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche dann weiter erhöht. Und die Kleinanleger sind weiterhin short aufgestellt und haben genau das Gegenteil gemacht, nämlich ihre Short-Positionen im S&P 500 weiter ausgebaut. Solange es da keinen kompletten Trendwechsel bei diesen beiden Gruppen gibt, also gerade dann bei den Commercials von aktuell long auf dann short, muss dann mit weiter steigenden Kursen im S&P 500 gerechnet werden. Ich bin trotzdem gespannt, wie sich der Index dann am Fibonacci-Faker verhalten wird, den ich gerade dann genannt hatte, und bin gespannt, ob wir nach oben durchbrechen können, trotz des aktuell schon langen Anstiegs, oder ob wir nicht doch dann wieder nach unten abdrehen und eine normale Korrektur einleiten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in der aktuellen Handelswoche und melde mich dann am Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und dann am Montag wieder mit dem ING Markets Chart Flash.